Hi, Herr Chefinist, und herzlich willkommen wieder zurück zu Dragon Age Origins. Und wir machen weiter. Die Richtung müssen wir. Kapuze. Aber gern. Nochmal. Ich will schauen, was du getroppt hast. Ah, schade, grüß dich nicht. Ich irre. Zeig mir, was du kannst! Keine Magie, das tut mich von Festungen machen! Ja, gutes Team. Ich dachte immer, ziehen wir mal an, ich komme mir mal an. So ist es gerade. Fangen wir an. Oh. Oh. Versuch einfach nicht allzu unfähig zu sein. Das ist ein bisschen peinlich. Das Gebiet gesagt, was soll das? Sind wir theoretisch selbst selber? Ah ja. Da ist eine Falle. Gut, fangen wir an. Tempelheim Stahl, cool. Templar. So. Das sollte kein Problem sein. Nur Magierstab. Mitnehmen zu stören. Auf keinen anderen Finger fallen.
wie ihr wünscht. Meine Ziel. Halt. Jetzt sollte es außer normal für das Ausrüsten zu verwenden. Und die wir in der Schwuppe. Splitter. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Kannst nicht. Schlösserknacken ist nie wirklich aufgelistet. Ihr gönnt einem auch niemals Ruhe, oder? Vielleicht. Oh, Werkzeuge. Okay. So, diesen. Hier. Wasser und Stein.
Das sollte kein Problem sein. Böser Schaden. Ganz böse. Doch, das Tor ist dicht. Natürlich. Wird erledigt. Ich werde es tun. Konius zerstören. Mein Ritter, unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühnsten Hoffnungen. Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Beeil dich! Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Ihr unterbricht einen privaten Moment voller Liebe. Ich hasse Unterbrechungen. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Was ist daran schlecht? Gefühle sind niemals greifbar. Ihr könnt sie weder sehen noch berühren. Aber meist werden sie durch reale Ereignisse und Personen ausgelöst. Was ihr ihm angetan habt, ist abscheulich. Ich sah seine Einsamkeit. Und den Wunsch nach einer Familie, die ihn liebt. Sie lebt von seinen innersten Wünschen und nimmt ihm den Willen. Das ist unheilig. Niemand hätte je sein Herz geschaut. Er kannte es ja selbst nicht. Ihr seht nicht, was ich sehe. Ihr wisst es einfach nicht. Wir sind Partner. Ich gebe ihm, was ihm niemand sonst geben kann. Und durch ihn erfahre ich, was es heißt, sterblich zu sein. Welches Glück! Sein bisheriges Leben war leer. Und er bereut sein Gelöbnis. Dorthin wollt ihr ihn zurückschicken? Ich will nichts von euch. Ich habe, was ich brauche.
Ich bitte nur darum, dass ihr uns in Frieden lasst. Vielleicht werden wir entkommen. Vielleicht auch nicht. Ich danke euch, falls euch das irgendwas bedeutet. Ihr werdet uns nicht wiedersehen. War das das Richtige? Es scheint falsch zu sein, aber der Mann ist glücklich. Und das ist doch etwas Gutes, oder etwa nicht? Komm, Liebling, wir machen einen Spaziergang. Die Kinder möchten, dass du ihnen die Sterne am Nachthimmel zeigst. Und weg fahren sie. Wie ihr wünscht. Natürlich. Gut, fangen wir an. Ihr könnt mich um alles bitten. Wird erledigt. Ach, hier ist die Tür. Das sollte kein Problem sein. Besuch. Ich würde euch ja unterhalten, aber das ist viel zu anstrengend. Er ruht sich nur aus. Der arme Kerl war sehr müde.
Ihr wollt euch uns doch sicher auch anschließen. Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen und das alles vergessen? Alles hinter euch lassen? Kann die Augen nicht offen halten. Kann mich jemand zwicken? Ich höre nicht auf eure Lügen, Dämon. Ihr habt keine Macht über mich. Widersteht. Ihr müsst widerstehen. Sonst sind wir alle verloren. Warum kämpft ihr dagegen an? Ihr verdient mehr. Ihr verdient eine Ruhepause. Die Welt dreht sich auch ohne euch weiter. Okay. Ich träume, yay! Man wird halt trotzdem noch vor jemanden träumen, ja! Wie ihr wünscht. Ah, da bist du ja. Ich störe doch wohl nicht. Ich wollte nur sicherstellen, dass du hier in Weißhaupt glücklich bist. Diese Hallen wurden von den ersten grauen Wächtern erbaut. Atemberaubend, nicht wahr? Alles ist, wie es sein sollte. Wir haben die dunkle Brut geschlagen. Es herrscht Friede auf der Welt. Jetzt schon. Zum ersten Mal in der Geschichte. Und du hast dabei eine wichtige Rolle gespielt. Erinnerst du dich nicht? Es war ein Triumph für uns alle. Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt. Du Narr! Ich habe dir so viel gegeben und das ist jetzt der Dank. Kannst du nicht einfach den Frieden annehmen, den ich dir biete? Dich stellen wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden. Nun gut, hier sind Krieg und dunkle Brut. Mögest du dabei untergehen? Ja. Also ich glaube, der wird stärker. Hey, warum hast du uns geheilt? Der Tölpel! Müßiggang! Ja! Wird erledigt. Komm her! Und los geht's! Leider nichts. Schön. Wie es mir gesagt, man einfach tiefer gehen. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Seid ihr ein Dämon? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid wie ich. Mein Glückwunsch, dass ihr es aus der Falle geschafft habt. Ihr seid nicht allein hierher gekommen? In diesem Fall, ja, sie müssten auch hier gefangen sein. Der Dämon hält alles, was hierher kommt, in einem Traum gefangen. Er denkt, niemand könne ihn verlassen oder würde es auch nur versuchen.
Ich dachte, ich wäre auch entkommen. Aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang. Reine Dummheit oder auch enormes Pech. Ich heiße übrigens Nile. Oh, das ist Nile. Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Dieser Ort saugt einem alles ab. Hoffnung, Gefühle, das Leben. Nein, es gibt keinen Weg hier raus. Man denkt, es müsste einen geben. Aber das ist ein Irrtum. Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel, aber man kann sie nicht erreichen. Die 5 Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht. Und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Immer gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Träume. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Ja, es gibt Hindernisse und wahnsinnige Traumdinge. Einmal habe ich einen Weg gefunden, kleiner als meine Hand. Eine Maus rannte hin und her, aber sie ist geflohen, bevor ich sie befragen konnte. Mäuse sind scheue Kreaturen, selbst wenn es eigentlich Menschen sind. Fast jeder, den ihr hier seht, ist irgendwie ein Träumer. Jeder Träumer weiß etwas, was ein anderer nicht weiß. Die Maus hätte mir sagen können, was hinter dem engen Weg liegt und wie ich dorthin komme. Auch wie ich mich so klein machen könnte, um selbst hindurchzupassen. Und wenn man einmal klein genug für einen Weg ist, tun sich ja vielleicht noch weitere auf. Ich glaube, es wird anstrengend. Lasst euch nicht aufhalten. Ist es zu spät? Tötet Jevena, die Dämonin, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür. Eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützen. Tut es für...